Frage 1. Siebenmal fand in Jerez ein Formel-1-Rennen statt. Wie lautet der Name des letzten Siegers? Kleiner Tipp, war 1997. Ist es A. Michael Schumacher, B. Mika Häkkinen, C. Kimi Räikkönen oder D. Fernando Alonso? Ich bin maximal überfordert mit Formel 1. Alonso ist, glaube ich, noch nicht gefahren damals. Ich würde Tommy anrufen. Ne? Gibt es einen Telefonjoker? Der kennt sich damit aus. Ich habe den Namen schon vergessen, außer Schumacher. Schumacher, Häkkinen, Räikkönen, Alonso. Ich sag B. Häkkinen. Ich sag Alonso. Punkt für Patrick. Mika Häkkinen. Frage 2. Wie viele Kilometer beträgt die Entfernung, und zwar die Luftlinie, zwischen Bochum und Jerez? Sind es A. 1956 Kilometer, B. 1848 Kilometer, C. 1412 Kilometer oder D. 2390 Kilometer? Ich sag A. 1956. Ich glaube, es sind mehr. D war 2390. Dann D. Ausgleich, es wäre oder ist A. 1956. Genau so. Geografie war mein Ding. Die dritte Frage. Welcher ehemalige VfL-Stürmer besitzt die spanische Staatsbürgerschaft? Ist es A. Peña Mlapa, B. Thomas Christiansen, C. Slatko Dedic oder D. Nando Rafael? Slatko Dedic ist im Jogo, kann ich mir gar nicht vorstellen. Wen soll ich das ihm ja gar nicht helfen? Wen kennst du denn persönlich von ihm? Gar keinen. Keinen einzigen, aber ein Jogo mit Spanischen. Unmögliche. Den habe ich auch noch nie gehört. Was war der letzte Name? Nando Rafael. Vielleicht ist es auch so ein Trick, weißt du? Ich sag kann mal sagen, also ich A, sag mal Christiansen. Du sagst Christiansen? Ich sag Nando. Nando Rafael. Nando Rafael, sag ich. Thomas Christiansen ist richtig. Okay. Dänischen Vater, spanische Mutter. Das hätte ich schon gedacht. Dänischer Vater, wäre zu einfach gewesen. Spanische Mutter, gespielt beim FC Barcelona unter anderem. Wo kommt Nando Rafael her? Nando Rafael kommt aus Angola, soweit ich weiß. So Costa Rica oder so. Angola, so Spanien wäre auch gute. Frage 4. Wie hießen die beiden Testspielgegner in unserem letzten Wintertrainingslager Anfang 2019? War es A. Wisla Krakau und Rubin Kazan, B. Zenit St. Petersburg und Dynamo Zagreb, C. ZSKA Sofia und Dynamo Kiew oder D. Sparta Prag und Levski Sofia? Ich war verletzt, aber ich habe so eine Vorahnung. Ja, aber lass mal ihn zuerst sagen, weil sonst sagt er das auch, was ja, ich sage. Also, da ich nicht dabei war, schwierig. Ich tippe jetzt einfach mal C. Ja. Ist richtig? Ich glaube, ja. Ich habe eine Mannschaft, kam also jetzt Zenit gestern oder so, Fall, wurde gestern drüber geredet. Wie gesagt, eine Mannschaft, aber ich glaube auch C, also ich bin mir auch nicht ganz sicher. Beide richtig. Ja. ZSK Sofia und Dynamo Kiew. Korrekt. Wir machen weiter mit der 5. Welches Logo zierte einst das VfL-Trikot? Man könnte auch sagen, es war der allererste Brustsponsor. Ist es A. San Miguel, B. Chorizo, C. Osborne oder D. Jägermeister? Das allererste Trikot oder wie? Der allererste Sponsor? Das allererste Mal ein Brustsponsor. VfL Bochum. Wann hatten das so mit Werbung und Brustsponsor angefangen? Weiß ich nicht. San Miguel scheint mir zu. Zu spanisch. Ja, zu abwegig einfach. Ich würde ja schon. Jägermeister würde ich sein. Nee, das ist mir. Was war C? Osborne. Ja, ich sag das. Ist auch richtig. Ja, ich hab mal ein Trikot von denen gesehen. Das was, Osborne. Was ist Osborne? Schnaps. Ach so, so. Aus okay. Spanien. Genau so. Da, wo wir hinfahren. Ach so, okay. Jägermeister war Braunschweig. Frage Nummer 6. Welcher Bundesligist war kurz vor uns in Jerez und hat schon mal die Betten vorgewärmt? Ich glaube, das weiß ich sogar ohne. Ja. Soll ich nicht sagen? Das kriege ich auch
Ja, dann von mir aus. Sag mal, ich will mich nicht blamieren. Gladbach? Gladbach. Ja. Das ist richtig. Borussia Mönchengladbach. Wir hätten noch Hoffenheim, Paderborn und Hamburg im Angebot gehabt, aber in dem Fall richtig, beide richtig. Drei Vereine aus Andalusien spielen aktuell in der höchsten spanischen Klasse, La Liga. Welche sind es? Sind es A, FC Sevilla, Betis Sevilla und UD Almería? Sind es B, FC Sevilla, FC Granada, FC Malaga? Sind es C, FC Sevilla, Betis Sevilla, FC Granada? Oder D, Betis Sevilla, FC Malaga und FC Cádiz? Bin ja schon wieder maximal überfordert. Was war das letzte? Die allerletzte Mannschaft? Sevilla, Cádiz. Ja, die spielen. Und was hast du gesagt, in der ersten Liga spielen die? In der höchsten spanischen Liga, okay, in La Liga. Cádiz, zweite. Achso. Bitteschön. Ja, gut. Weil, über weißt Ausschluss, was? Über Ausschluss. Weil ich halt gar keine Ahnung habe und ich sehe, er überlegt, sage ich schon mal vorher. Wir hatten A schon lange nicht mehr. Das wären dann FC Sevilla, Betis Sevilla und UD Almería. Das wäre Antwort A. Ja gut, wenn du die jetzt mal, schon ja. ausgeschossen hast, das hätte ich mir sonst überlegt, aber... Ne, Cádiz, ja, wo ich jetzt schon gesagt habe, Cádiz ist erst in der zweiten Liga. Ja, dann machen wir A. Beide. Ja. Wie, kannst du jetzt auch nicht A nehmen? Kann ich nicht? Nee. Kann ich doch. Ja, dann nehme ich B. Du nimmst jetzt A, du ich B. Ich nehme B, ja. Ja, ist C. Scheiße. FC Sevilla, Betis Sevilla und FC Granada. So, ich habe schon lange nicht mehr A. Muss ich ja, ja. Wenn du keine Ahnung hast, guckst du, was lange nicht dran wird. Gut, wird jetzt deutlich einfacher, denke ich. In Jerez befindet sich eine königlich-andalusische Schule. Für welchen Sport oder für welche Sportart? Ist es A, Golf, B, Polo, C, Fechten oder D, Reiten? Ich sag Polo. Die Spanier haben schon mit Pferden und so. Ich sag D, Reiten. Das ist richtig. Die Andalusia genannt, die Pferde. Stimmt, Ramos hat doch auch so. Ich glaube, der hat da einen ganzen Stall voll. Ja. Voll was. Zwei haben wir noch. Jerez ist nicht der komplette Städtename. Wie heißt der Ort unseres Trainingslagers in Gänze? Jerez la Ciudad, Jerez de la Frontera, Jerez del Toro oder Jerez en Andalucía? Jetzt würde ich die aber... Die muss ich nochmal wiederholen wahrscheinlich, ne? B sagen. Weil du liest das auch aber gut vor, also... B hat sich so richtig angehört. Ja, B ist es. Ich sag B. Nee, nee, ich sag D. Jetzt? Wer nein, doch, ich bleib bei B. Ich guck. B. B? Ich sag Frontera. Gar nichts. Jerez de la Frontera? Ja. Ist richtig. Ja, klar. So, dann noch eine letzte Frage. Die alles entscheidende, richtig? Dann dürft ihr jetzt natürlich nicht die gleiche Antwort nehmen. Ne? Okay, da zählt er natürlich. Patrick Fabian ist der dienstälteste VfL-Spieler. Wie oft war er im Profibereich bereits mit dem VfL im Trainingslager? Wir hätten da als Antwortmöglichkeiten A, 30 Mal, B, 23 Mal, C, 25 Mal oder D, 21 Mal. Also dieses Trainingslager, okay, dieses Trainingslager zählt noch nicht. Wie oft er schon okay, war. Okay. Ja. Ich glaube, keine Ahnung. Aber wenn ich jetzt als erstes sage, dann ist ja dumm. Dann sagt er einfach das Gleiche. Ja gut, aber dann muss er eine andere Antwort geben. Wenn du richtig bist, gleichst du aus. Ich rechne gerade ein bisschen. Ich glaube, ich weiß, wie viel das ist. 25 oder 30. Ist die Frage, ob die jedes Jahr zweimal im Trainingslager waren. Und ob er jedes Mal mit war. War ein paar Mal verletzt. Also Antwortmöglichkeiten: A, 25, 30, 23, 25, 21. Ja, ich sag 25. Du hast C. Ist das seine 12. Saison jetzt? Buddy war auch oft verletzt, ne? Weißt du schon? Ich sag 23.
Du sagst 25. Ja, gut. 21. 21 Mal. Ja. Ja, wie dumm bin reicht ich aber eigentlich? Trotzdem. Ich sage auch noch, wenn es eine 12. Saison ist, warum sage ich dann 23? Sei noch nicht. Nee, 30 wäre absolut übertrieben gewesen. Ich habe gewonnen, oder? Fast. Erfahrung, ja. Zweiter Sieger.